Mal wieder was aus der Serie zwischendurch futsch, weil es nicht für ein ganzes Video gereicht hat. Zwar kennt das vielleicht ein oder andere, wenn man mal so an älteren Gebäuden vorbeifährt, diese Striche an Fenstern da, diesen Dreck, der hier runterläuft, den man da so hat. Das liegt ja daran, wenn die Fensterbank das Wasser nicht richtig ableitet, wenn das Regenwasser dann an der Fassade runterfließt. Und da das Regenwasser ja heutzutage nicht mehr sauber ist, ne, sondern Gummiabrieb, Bremsen, Staub und so weiter, alles was so in der Luft ist, wird das natürlich irgendwann schwarz und sieht hässlich aus und lässt sich auch schwer sauber machen, muss die Fassade neu streichen. Was man ja aber eigentlich alles relativ simpel vermeiden kann. Und genau darum geht es jetzt hier an dieser Stelle. Normalerweise gibt es in Fensterbrettern ja so diese Schlitze drin. Also es ist eine Möglichkeit, wie ich das hier oben an dem Fenster habe. Da läuft das Wasser dann rein und läuft dann nach vorne ab, dass es halt nicht zur Seite an der Hauswand runterläuft. Das haben aber hier nicht alle Fensterbänke. Im Keller zum Beispiel, da habe ich zwei Stück, da ist hier immer so eine Silikonnaht drauf gewesen. Hier ist sie jetzt noch so ein bisschen da, aber dann ist sie schon teilweise abgebröckelt und nicht mehr vorhanden. Und dann ist das Problem natürlich wieder da, dass das Wasser dann hier sich um die Ecke zieht, wenn es gegen das Fenster regnet und dann hier runterläuft. Ja, und jetzt wollte ich das nicht wieder mit so einem Silikon da ausbessern, sondern wollte mir mal wenigstens was überlegen, was so ein bisschen vernünftiger ist. Und zwar habe ich mir da erstmal in CAD solche Kanten hier gezeichnet. Das ist ja einfach hier nur ein Radius, ja, mit so einem Winkel unten dran, die man dann da reinkleben kann. So quasi so eine Mini-Dachrinne, nennen wir es mal, die das Wasser denn da leitet. Drucken tut es in grauem PETG, und zwar senkrecht hoch, damit der Radius schön rund wird und ich da keine Schichten drin habe. Ganze drucke ich dann viermal, 40 mm Höhe. Und da sind sie dann auch schon fertig. Ja, warum ist eins kürzer? Weil die Druckplattenhaftung nicht so ganz wollte wie ich. Und dann ist eins schon bei 32 mm abgebrochen. Aber das ist nicht so wild, weil die haben eh alle unterschiedliche Längen. Und deswegen habe ich die jetzt erstmal pauschal alle 40 mm gemacht. Und ich schneide mir die dann vor Ort zu, so lang wie ich die halt brauche. Gucken wir erstmal zum Fensterbrett. Ja, das sieht eigentlich allgemein schon ganz schön schlimm aus. Man könnte das so grundsätzlich mal überschleifen, so die Farbreste runterholen und das mal wieder ordentlich machen. Aber für diesen Moment jetzt in der regnerischen Zeit wollte ich nur erstmal eine Lösung haben, dass wenigstens die Hauswand verschont bleibt, ne, von der Zerstörung. Also habe ich mir erstmal hier, wie man sieht, an der Ecke ein bisschen die Fensterbank freigeschabt und so ein bisschen alles, was hier noch so an Acryl und Silikon dran war, entfernt. Und dann habe ich mir eine Leiste hergenommen und da habe ich die mal so ein bisschen schräg abgeschnitten mit dem Messer auf die Länge, die ich an der Stelle brauche und dann mit Silikon da hingesetzt und quasi eingeklebt an der Stelle. Das liegt jetzt ein bisschen anders. Vorher sieht man ja hier noch, wo vorher diese Silikonnaht war. Ich habe das jetzt hier gerade runtergesetzt nach vorne. Ja, ich meine, es tut ja alles das Gleiche. Das bisschen Wasser, was hier außen noch auf die Ecke kommt, das macht ja nicht viel Schlimmes. Es geht ja um die große Fläche, sage ich mal, auch vom Fenster, wenn es schräg dagegen regnet, dass das halt sauber abgeleitet wird. Auf der anderen Seite auch nochmal, ne, hier sieht man auch, da war vorher die Silikonkante, ein bisschen Farbe hat es mit runtergerissen. Dann habe ich hier mal ein bisschen freigeräumt mit dem Messer die Stelle, wo es kleben soll, dann einmal zugeschnitten auf Maß und dann da auch wieder mit Silikon angeklebt. Und dann ist das gut. Das Ganze dann für zwei Fenster an dieser Stelle, sieht man hier, da, da und da, also vier Leisten. Dann habe ich nochmal ein kleines Video eingeschmissen, wo ich da einfach mal ein bisschen Wasser hinkippe und man sieht, ja, ne, das ist jetzt schon extrem viel Wasser, so stark muss es erstmal regnen, aber es fließt halt hier schön vorne alles an der Kante lang und nicht nach außen. Ja, und dann war das auch schon der Zwischendurchfrisch. Deshalb euch noch einen schönen Tag und tschüss.